Hi zusammen, herzlich willkommen hier bei Marks Tech Guide. Mein Name ist Marc und mit meinen Videos möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach dein Smart Home selber einrichtest. Heute soll es um den Dimmschalter gehen, den wir direkt mit euren Lampen verbinden. Heißt, für unser Setup heute brauchen wir keine Bridge, ihr könnt es direkt mit euren Hue-Lampen verbinden. Solltest du schon eine Bridge haben, dann empfehle ich dir, schau hier rein, da schauen wir uns das Ganze einmal an, wie man den Dimmschalter mit der Bridge verbindet. Ansonsten, wenn dir mein Video gefällt, schon mal vorab, hinterlass gerne ein Like oder ein Abo, wenn du immer up-to-date sein möchtest. Aber dann lass uns gerne starten mit dem heutigen Video zum Dimmschalter direkt mit Hue-Lampen verbinden. So super, was kriegen wir denn hier eigentlich mit dem Dimmschalter geliefert? Natürlich einmal den Dimmer selber, aber ihr bekommt auch eine praktische Wandhalterung geliefert, mit dem ihr den Dimmer ganz einfach zum Beispiel über eurem normalen Lichtschalter befestigen könnt, weil den braucht ihr ja dann nicht mehr. Der Vorteil an dieser Wandhalterung ist, der Dimmschalter ist magnetisch, das heißt, ihr könnt ihn einmal in die Wand, also beziehungsweise in die Wandhalterung stecken, bleibt er da auch hängen wie ein normaler Lichtschalter, könnt ihn aber trotzdem auch mal wegnehmen, um ihn zum Beispiel gemütlich beim Fernsehen sehen, einfach auf dem Couchtisch zu haben. So einfach ist das. Was genau können wir denn jetzt mit dem Lichtschalter machen? Wie ihr seht, er hat 4 Tasten, das heißt, wir können natürlich einmal das Licht einschalten, das Licht ausschalten, über die mittleren Tasten können wir das Licht dimmen und über den Einschalter können wir oben auch durch mehrfaches Klicken die Szenen wechseln. Hier kommen wir aber schon zu einem kleinen Unterschied zwischen dem Setup mit Bridge und ohne Bridge. In unserem Setup, beim direkten Verbinden mit den Hue-Lampen, können wir bis zu 10 Lampen mit einer Hue-Dimmschalter-Fernbedienung steuern. Im Bridge-Setup geht das mit bis zu 50 Lampen. Und hier in unserem Setup können wir hier über den mehrfachen Tastendruck auch nur die vordefinierten Szenen steuern. In dem Bridge-Setup können wir auch eigene Szenen konfigurieren und die Reihenfolge bestimmen. An der Stelle möchte ich einfach nur sagen, es ist ein super Setup, gerade um das Ganze mal auszuprobieren, wenn man es direkt mit den Hue-Lampen verbindet. Langfristig empfehle ich euch aber auf jeden Fall die Hue Bridge, die einfach entsprechend mehr Funktionen bietet, um das Ganze ein bisschen feiner zu justieren und zu erweitern können. Ich packe euch im Übrigen mal die Links zum Dimmschalter und auch zu einer Hue Bridge unten in die Videobeschreibung rein. Kommen wir nun zum Setup, zum Verbinden mit den Hue-Lampen. Solltet ihr die Hue-Dimmerschalter neu gekauft haben und gerade erst auspacken, dann findet ihr hier unten so ein kleines Plastikstück drinnen. Das könnt ihr dann einmal rausziehen. Dann bekommt der Dimmschalter auch Strom und dann können wir eigentlich auch schon direkt starten. Und zwar funktioniert das an der Stelle ganz einfach. Wir halten ganz einfach den Einschalter möglichst nahe an die Lampe und halten den dann für ein paar Sekunden, sagen wir mal so etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Ihr bekommt dann ein direktes Feedback von der Lampe, die in der Nähe ist, die blinkt dann entsprechend auf und dann könnt ihr den Knopf auch direkt loslassen und die Lampe wird dann nochmal kurz aufleuchten. Und ab dem Moment könnt ihr dann auch tatsächlich schon eure Lampe mit dem Dimmschalter steuern, also ein- und ausschalten und auch dimmen. Und über die Einschalttaste könnt ihr dann, wie schon bereits angesprochen, durch die vordefinierten Szenen wechseln, also wie gesagt keine eigenen konfigurieren, aber da durchklicken. So einfach kann es tatsächlich sein. Und wenn du weitere Lampen hinzufügen möchtest, geht es genauso. Einfach zu einer anderen Lampe gehen und entsprechend den Einschalter so lange gedrückt halten, bis euch die Lampe das entsprechende Feedback gibt. Solltest du Probleme beim Setup haben, kannst du ausprobieren, mal den Dimmschalter auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dabei drückst du einfach so ein Tool vom Handy für die SIM-Karte oder zum Beispiel eine Büroklammer hinten in dieses Loch, Setup-Loch, für 10 Sekunden rein, also dass der Knopf 10 Sekunden lang gedrückt ist. Die LED vorne oben links wird dann einmal kurz grün aufleuchten, dann kannst du die Büroklammer auch wieder rausziehen und dann setzt sich eure Fernbedienung wieder auf die Werkseinstellungen zurück und dann kannst du es wieder erneut ausprobieren. So, damit kommen wir tatsächlich für heute auch schon wieder zum Ende. Ihr seht, das ist wirklich sehr einfach. Solltet ihr ein erweitertes Setup haben wollen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall meine Videos zum Verbinden des Schalters mit der Bridge oder auch zu den Hue-Szenen. Da könnt ihr hier, wenn ihr klickt, schon mal reingucken. Das funktioniert auch mit der App, die man per Bluetooth verbinden kann, ziemlich ähnlich. Ansonsten freue ich mich, wie am Anfang schon erwähnt, über ein Like oder auch gerne über ein Abo, wenn du immer up-to-date sein möchtest mit meinen neuen Videos. Und sonst soll es das gewesen sein für heute. Ich wünsche euch oder dir eine schöne Zeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, euer Marc.